Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Guardians of the Galaxy. Und wir gucken jetzt mal, wo oder wie oder was oder wie es denn den Cosmo geht, oder? Wie blöd sind diese Flaknasen, dass sie auf diesen Erflagungsschrott reinfallen? Der Magus verlangt Schmeichelei, täuscht dich mit Illusionen und nährt sich von deiner Seele. Das habe ich in meinem Versprechen auch gespürt. Dachte von diesen endlosen Hunger. Oh ja. Hunger ist noch untertrieben. Heiliger Glaube! Das viele Licht führt gar nicht zum Cortex. Es ist der Cortex! Wie konnte der Köter das zulassen? Das kannst du ihn wohl selbst fragen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Cosmo! Wir müssen da runter! Gib ihn noch nicht auf. Er hat schon schlimmere Situationen gemeistert. Cosmo! Die Bestie wird dem Versprechen ausgesetzt. Nein! Entsichern, Leute! Weg von meinem Hund! Hä? So, und das für ein Bug? Das ist eine historische Schlacht! Das letzte Gefecht von Nowhere! Ich hab so das Gefühl, wir haben noch einiges vor uns! Erstmal die Kleine ausschalten. Wenn ich mir das andere machen, wir wirklich kaum selbst. Das Ding ist zäh. Wir müssen von allem draufhalten. Aufpassen! Anders! Gegen diese Narbe. Nein, das war falsch. Wir tatschen kaum den Sack von den großen Dingern. Quill, Muskelkopf hat Schwierigkeiten. Das war's falsche Kack. Halt mal. Zeig, was deine Äste drauf haben. Wir müssen sie von Cosmo fernhalten. Wir sollten sie vielleicht erstmal von uns fernhalten. Schlag einfach weiter, Drax. Ich komme. Bin dabei! Ach, der mechanischen Bestie gehen die Gliedmaßen aus! Gamora, aufschlitzen! Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen! Wait. Dieser Glaubensfanatiker endete am Spieß. Wir brauchen uns auf Hause, Groot. Achtung! Ja, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Okay. Leute, Gruppe B. Wir brauchen wieder einen Huddle. Ah, diesmal brauche ich aber... Jetzt muss ich es richtig auswählen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß, dass ich zielen muss, aber diese Clowns reizen mich zum Rumballern. Ihretwegen mache ich mich total lächerlich. Ich will ihnen nur noch das Maul stopfen. Okay. Diese Typen sind Knalltüten. Sie wollen uns ablenken, uns aus dem Konzept bringen. Komm schon. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe genug von ihren Tricks. Es reicht. Wer ist dabei? Ich bin dabei, Peter Quill. Nur keiner mit. Na, endlich! Du sagst... Niemand tritt einen Hund, solange ich da bin. Oh, jetzt habt ihr aber Probleme. Werfen, Drax! Unser Kontakt mit dir ist jetzt vorbei, Unhold! Immer wieder nachdenken!
Ah, was war denn Taumeln? Ach komm, hau drauf. My way. Was zum Flak soll das? Er ist jetzt einer von denen. Er ist unser Freund. Ja, war Drax auch. Und ich gehe nicht in den Kopf von der Töle. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Hey, Kumpel. Bist du... Mach ihn platt, bevor es zu spät ist. Wartet! Er ist noch da drin. Ich kann ihn hören. Ich höre nur Gebell. Ihr müsst euch konzentrieren. Er ist da. Ach, schlag doch mal. Verpasst ihm eine Kugel. Nein! Sag der Kumpel. Freunde, weißt du noch? Ist Piotr Quill. Kosmonase nie lügt. Ja, Kumpel. Ich bin's. Und die anderen auch. Wo ist? Cosmo wittert. Aber nicht wir. Nowhere. Wo sollten wir sonst sein, Flohkutsche? Sein Geist ist verwirrt. Oder er ist eben einfach ein Hund. Er kann uns nicht sehen. Er ist noch im Versprechen. Cosmo, wo steckst du und was siehst du? Blaue Himmel und Autos zum Jagen. Cosmo wieder da. Doma, wie sagt ihr, zu Hause? Ach, schätze, er meint die Erde. Geruch von frisches Gras. Gefühl von Dreck unter Pfoten. Keine Last auf Seele, dafür viel gehen Gassi. Fangen Ball, holen Stöckchen. Oh, süß. Wenn du das vermisst hast, hättest du doch jederzeit zurückkehren können. Nicht zur Zeit, wo passt. Selbe Grund wie Gethianer nicht geht nach Hause. Nowhere ist dein Zuhause. Genau hier und jetzt. Nowhere ist nichts. Toter Kopf voll Schrott. Nein, es ist viel mehr als das. Dieser Planet ist ein besonderer Ort. Ich bin gut. Wenn begegnet heißt, ich hab dir deine Borke gerettet, dann ja, hab ich. Es stimmt. Nowhere war erster Ort seit Erde, wo Cosmo nicht gefühlt wie Straßengüter. Erste Mal, dass Cosmo vergessen, was ging verloren. Dieser Ort ist eine Zuflucht für Außenseiter wie uns und dich. Ein Zuhause. Erde heißt nur der Fels, auf dem du geboren bist. Geht nicht um Felsen. Geht darum, was Cosmo hatte auf Felsen. Fuß vom Bett für Schlafen, Bauch für Graulen, Halsband mit Name. Du vermisst Eigentum von jemandem zu sein? Cosmo nicht Eigentum, Teil von Familie. Doch irgendwann Familie weg. Männer in Anzug schicken Cosmo mit Rakete. Cosmo sucht viele hundert Jahre nach Familie, aber nicht. Du hattest Herrchen. Wie es aussieht, haben die dich im Stich gelassen. Familie niemals im Stich lassen, Cosmo. Hat aufgezogen, seit Cosmo Welpe. Nur weil dich jemand
Füttert und abrichtet, ist er noch nicht deine Familie. Oh Gott, aber dieses Risch. Dein Welpen, Cosmo, die sind doch deine Familie. Cosmo-Kinder sind... Sie sind hier, Mann. Und sie zählen auf dich. Deine Liebe und dein Schutz. Aber Menschen wollen, dass Cosmo kommt bei Fuß. Muss treu sein. Mann, deine Kleinen brauchen dich tatsächlich. Du musst denen gegenüber treu sein. Lass sie nicht im All zurück, so wie sie es mit dir gemacht haben. Cosmo würde nie. Das hast du aber. Sie sind hier auf Nowhere. Irgendwo. Und sie brauchen dich. Komm schon, Cosmo. Du riechst doch auch, dass das hier zum Himmel stinkt. Piotr Quill hat recht. Cosmos Menschen keine Witterung. Sie sind böse Truggestalt. Beiß sie so fest, du kannst. Geht weg! Cosmo, nicht abortieren eure Lügen! Richtig, Kumpel! Sag's ihm! Nowhere ist zu Hause von Cosmo. Seine Welpen, seine Familie. Wetter, Schnitzel, komm, was wolle! Zeig's ihm, Junge! Sollen wir ihm helfen? Ich meine, vielleicht brauchen wir ihn noch. Ich glaube, die Bestie wird sich erholen. Cosmo hat seine Mission und wir unsere. Los, auf zum Cortex. Scheiße. Glaubst du, er kommt drüber weg? Er hat ein dickes Fell. Okay, ich habe immer noch Zugangscodes von meinem und Groots Urlaub. Du meinst, als du gegangen bist? Warum musst du immer so... Flock! Was? Dreckiges Grattdieber! Was? Cosmo hat die Codes geändert. Sieht so aus. Okay, Leute. Okay, ich habe mich kurz einen anderen Weg. Vielleicht hast du den Code falsch eingegeben. Das ist mir auch schon passiert. Mit diesen Wurstfingern? Kein Wunder. Diese geschickten Finger machen keine Fehler. Die Verbreitung der Glaubenstech der Kirche ist wie eine merkwürdige Krankheit. Ich bin gut. Groot sagt, wenn es eine Krankheit ist, dann ist sie hübsch. Er mag die Farben. Ich habe so viel Gold gesehen, das reicht fürs ganze Leben. Groot hat recht. Das hier ist eine sehr alte Bergvorsiedlung. Es war schon alles einsturzgefährdet, bevor die Kirche es zusammengeschossen hat. Das ist so ein Versteck. Ist es nie? Ach, nur leck mich doch. Ich renne hier extra rum. Drax, wieso brichst du dir nicht die Hände, obwohl du ständig was zertrümmerst? Komm oder? Schon, machen wir was kaputt. Ich unterstütze den Plan des Kleinen. Nee, hier ist nix. Na Mann, warum machen die extra was hin? Dass der Cooper sich wieder verläuft, oder was? Peter, uns läuft die Zeit davon, das Ritual zu stoppen. Wie wär's mit dem Visor? Bin schon dran. Okay. Okay, hier ist ein... Da geht's lang. Aber ich kann... jetzt. Ich weiß, dass wir langsam sind. Drax, wirst du damit fertig? Eine faszinierende Struktur. Das werde ich wohl bereuen. Aber wirbel bloß keinen Staub auf. So, hier ist nichts, ne? Nee. Dann noch weiter, komm. Also, gestohlene Codes, Haftstrafe. Was genau habt du und Groot hier unten eigentlich gemacht? Wir haben einen Auftrag von einem Typen bei Mantlo angenommen. Direkt bevor du reingekommen bist und Ärger gemacht hast. Woher sollte ich mich an die So-und-So Riders erinnern? Wenn es ein Star-Lord-Song gewesen wäre, ja. Aber so? Uns gerade durch Gehirnmasse bewegt. Ein Erdbeben? Unwahrscheinlich. Wir sind nicht auf der Erde. Was immer sie tun, ich vermute, sie haben jetzt die nächste Phase erreicht. Ist das wieder spannend, Baby? Okay, Kacke. Gehirnmasse.
Das Ritual wird bestimmt bald beginnen. Ich bin Groot. Gute Frage, Kumpel. Woher wissen wir, dass wir etwas so Mächtiges überhaupt stoppen können? Ah, das ist wahrscheinlich eine Frage für die Käferlady. Leider hat sie uns im Stich gelassen. Um ihr Volk zu retten. Sie weiß, was sie tut. Drax hat gesagt, der Markus hätte in seinem Versprechen meine Seele gegessen. Und alles, was ist, kann auch sterben, richtig? Das klingt nicht sehr wissenschaftlich. Okay. Willst du seinen Nahrungsvorrat vergiften? Wir sind der Nahrungsvorrat, also nein. Wir töten ihn auf die altmodische Art. Sieht mir nur eine Falle aus. Ich hab Gehirne und die universelle Kirche des Mist so satt. Okay. Da ist doch was. Okay, da komm ich nicht hin. Wächter von Galaxien, Kosmos schuldet Bolschoi Schuld. Willkommen zurück! Hey, wir haben eine Armee von Kirchenschergen zwischen uns und dem Cortex. Bist du dabei? Nicht. Cosmo erobert Turm von Security zurück, wo seine Welten verstecken sind. Ohne Turm ist nowhere verloren. Welten. Oh nein! Alles klar. Sei da oben vorsichtig, Kumpel. Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist. Der Nona Vorfrick. Okay, dann wollen wir diesen Mistnase nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Oh, danke, Kumpel. Gamora! Ich bin gut. Gute Arbeit, seid ihr näher. Je schneller du von diesem Gehirn runterkommst, desto besser. Ja, widerspreche ich nicht. Kann jemand die Bühne hochgehen lassen? Na, da geht's, Tiger. Diese Lichter, die nächste Runde geht auf mich. Du solltest dich darum kümmern, Tiger. Bleib weg von den Minen. Ich kann nicht klar denken, solange dieser Nova-Core-Idiot mit Minen um sich wirft. Dann lass uns ihn zuerst ausschalten. Diese verflachten Minen können sich verflachen! Näher ran! Lass euch nicht von denen abschießen! Du solltest wirklich mal in etwas Feuerkraft investieren, Gamora! Ihr braucht dich auf den Beinen, Großer! Der Oberkursoldat setzt immer neue Schwebedinger ein! Narren. Das ist für dich. Nicht sein nachwürdigster Schlachtruf, aber er ist oben mit dabei. Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Je schneller wir von diesem Gehirn runterkommen, desto besser. Da widerspreche ich nicht. Geh doch. Diese armen Kerle haben eine Gehirnpatrouille. Ekelhaft. Das ist echt viel Hirnpulver. Ja, das Zeug macht Schlamm aus deiner Luftröhre. Sie nennen es graue Lunge. Zum Glück habe ich meine Maske. Die hilft dir nichts. Die Partikel sind so klein, dass sie bereits... Ich will das nicht wissen. Wahrscheinlich hast du die graue Lunge schon. Lungen sind immer grau. Und du weißt das. Ich hab's gesehen. Schon oft. Ach Mann, warum kommst du denn nicht hoch? Er will wissen, was ein Himmelswesen enthauptet haben könnte. Wahrscheinlich eine außergewöhnlich große Klinge. Quill, für jemanden, der hier raus will, hängst du viel zu lange untätig rum. Ich hänge fest. Ich komm nicht wieder rauf zu den Stegen. Irgendwas müssen wir doch benutzen können, um raufzukommen. Ich sehe mich ja um. Okay. Vielleicht ist der ganze Staub jetzt in seinem Hirn. Ah, ich hänge fest. Was machen die Käufer eigentlich? Buggy Bug, Buggy Bug. Auch Knochenpartikel und Rückenmarksflüssigkeit.
so. Die meisten sind okay. Wissenschaftler. Sie wollen die Mysterien des Universums ergründen oder die nächste große Waffe erfinden. Okay, ich setz fest, das sollte nicht so sein. So, da sind wir wieder mit dem letzten Speicherpunkt zurück. Okay, ich soll dann drauf. Viel Hirnpulver. Ja, das Zeug macht Schlamm aus deiner Luftröhre. Sie nennen es graue Lunge. Zum Glück habe ich meine Maske. Die hilft dir nichts. Die Partikel sind so klein, dass sie bereits eindringen. Wahrscheinlich hast du die graue Lunge schon. Lungen sind immer grau. Und du weißt das. Ich hab's gesehen. Schon oft. Okay. Okay, wir holen uns erstmal, was da oben ist. Was ist denn all diesen Türmen und Kapseln? Da es hier keine Zoneneinteilung gibt, könnte es alles sein. Drax, hilf mal, hochheben! Kein Problem. Ich hab nachgedacht. Absetzen! Was machst du da? Da sind wir hergekommen. Geht schnell! Lass mich doch mal kurz gucken. Okay, so komme ich hoch. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Siehst du? Da habe ich doch was leuchten sehen. Warum unternehmen die mächtigsten Kräfte des Universums nichts gegen die Kirche? Galactus, der Fremde, das lebende Tribunal. Die sind zum Galaktischen Krieg auch nicht erschienen und den haben wir ohne sie gewonnen. Dein Irrtum ist die Annahme, sie würden auf den Rest von uns auch nur einen Schlag geben. Kannst du das hochheben, Drax? Werde kein Opfer deiner Unentschlossenheit, Peter Quill. Genau da. Fertig. Da können wir es eigentlich schon, ne? Okay, geht hier. Oh ja, klar. Mich hungert. Nach einer Schlacht? Ich habe auf dem Schiff nichts gegessen. Hier liegt jede Menge Gehirnmasse rum. Es kann warten. Na lecker. So, wir gucken natürlich, ob alles irgendein Versteck ist. Nee, der ist wieder festbacke hier. Ich glaube, da soll ich nicht hoch, ne? Nee. Ab. Ich bin überrascht, dass Thanos im Krieg nie versucht hat, Novas Ressourcen zu übernehmen. Unterschätze nie die politische Macht des Kollektors. Jetzt steht er immer hier. Um ihn zu bestechen. Okay. Die Kirche nimmt keine Bestechung an. Sie akzeptiert nur unter... Wusstet ihr das? Oh ja. Natürlich. Du bist immer wieder lachbar. Oh, Vorsicht! Dieser Ort fällt praktisch auseinander. Möglicherweise sieht bald ganz Nowhere so aus. Es kommt wieder. Na, endlich. Ein riesiger Kopf hat keine Beine. Früher schon. So, na komm, Rocket. Wenn du eine Gummientengranate willst, beiß ich dir die Zehen ab. Ne? Eine Gummientengranate, das wäre schon, ne? So, was sind, kommen hier alle irgendwie? Wo wurden das? Alle Vorteile. Quillschlag. Sprung, einen tödlichen Schlag erfolgt. Also Gesundheit, das wäre ganz geil. Lokalisierung der Komponenten. Lokalisierung von Komponenten durch. Okay, wir sehen das ja. Schild. Schildwiederherstellung, Verzögerung reagiert. Schildpunkt im Kampf schneller. Ach, komm, machen wir das. Kleines Wunder hergestellt. Okay, sonst fehlt uns ja eigentlich jetzt nicht mehr viel, ne? Nö. Alter, zwei Stück? Zwei Stück fehlen uns noch. Alter, wir sind ja eigentlich ganz gut unterwegs, ne? Ich hab mir dabei den Rücken verrenkt. Sie haben also alles stehen und liegen lassen, als Sie den Cortex entdeckt hatten? Wenn du mit stehen und liegen lassen meinst, dass der Köter Fuchsteufels wild wurde und alle verjagt hat, dann ja. Das überrascht mich nicht. Stellt euch vor, das Ding fällt in die falschen Hände. Das müssen wir nicht. Okay, geht's hier weiter? Doch, du bist da. Okay, okay, okay. Ne, wir gucken noch, was hier ist und uns gut. Hey Groot, denkst du, du kannst mich darauf bringen? Ich bin Groot.
Genau da. Das scheint impertinent für unsere Aufgabe zu sein. Ich will einen Überblick kriegen. Ausspähen? Ausspähen. Yeah. Hier riecht's komisch. Das ist die Gehirnmasse. Die wird sauer, wenn sie zu lange liegt. Riecht nach Metall und keine Ahnung, was anderem. Eukrya. Was ist das? Das Ausscheidungsprodukt einer großen Kartoffelschnecke. An Schneckenpisse hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Sie ist unverwechselbar. Okay. Ich weiß nicht, was ihr schwindelerregender ist, der Blick nach oben oder nach unten. Mach keines von beiden, sieh deinen Feinden in die Augen. Ich würde, wenn ich könnte. Jemandem in die Weichteile zu starren, ist lange nicht so effektiv. Ne. Wie ist was dran? Gibt's hier sonst noch was? Nee, ne? Bloß deswegen bin ich hier hoch? Das ist ja jetzt... Oh, doch, hier haben wir noch was. Resme Volt. Erstens, wir konnten mit erheblichem Aufwand die Blutprobe der Hand beschaffen. Unser Agent bestätigt, dass sich ursprünglich eine Flüssigkeit in dem Fläschchen befand, die sich aber rasch auflöst, als sie aus dem Cortex-Bereich entfernt wurde. Zweitens, Theorien, dass die Hand einem größeren Körper hängt, sind falsch. Niemand hat dafür je einen Beweis gesehen und wir gehen davon aus, dass sie körperlos ist. Die Hand wurde erstmals etwa zu der Zeit gesichtet, als Cosmo eintraf, woraus wir ableiten, dass sie eine telekinetische Projektion seiner eigenen physischen Fähigkeiten ist. Okay. Viertens, mein Sicherheitsbeamter Blatt hat einen überraschenden, aber korrekten Feststellung gemacht. Wenn Cosmo wirklich der Verursacher ist, warum ist es dann kein gigantischer Pfote? Ja. Fünftens, mein anderer Sicherheitsbeamter Krupp antwortet darauf mit einem ebenso korrekten Feststellung, weil er ein Flakhund ist. Vielleicht so, sah so die Hand seines früheren Herrchens aus. Ja, das, ne, das ist schon viel wert. Ne, das, ja. Hier ist sonst nichts. Okay, wir haben das. Mann, ich bin zu neugierig für diese Welt. Groot fragt, ob in unseren Köpfen auch winzige Personen leben. So wie in Nowhere. Eine berechtigte Frage. Viele Behausungen bestehen aus Holz. Hör nicht auf den gruseligen Mann, Groot. Das gucken wir noch schnell. Und dann müssen wir langsam die Folge beenden. Oder wir beenden jetzt die Folge und das gucken wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Ja, und sonst sagt der Michael Kubo, ciao.